Und damit einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend an alle da draußen im Chat. Ich gebe euch noch ein Bild, Moment. Ah, das Bild. Das hast du wieder vergessen. Jetzt passt, alles gut. So, jetzt haben wir ein Bild. Es geht endlich los. Ich habe mich die halbe Woche drauf gehypt, ja. Das HSMW-Team gegen Ulus eSports. Geht rasend voran. Ich hoffe auf sehr spannende Matches jetzt. So, der HSMW ist auch da. Ja. Velkos Target Bann gegen Time to Laser. Ja, klar. Also Team Import jetzt nicht irritieren lassen, ist jetzt Ulus hier in dem Fall. Ja, sieht man ja, ist ja alles gut. Ja, gut. So, jetzt sind sie am Überlegen. Man Kassadin und Heimer dann rausgehauen. Band Max seinen Pike. Haben wir auch schon sehr schöne Plays von ihm gesehen. Ja, das auf jeden Fall. Möchte man vermeiden. Heimerdinger und Kassadin. Man Kassadin im Allgemeinen relativ broken. Ich glaube, der ist da so ein Standard-Bann. Den haben wir schon öfter gesehen. Wir wollen die Ratsche hören, schreibt der Blackster. Das kommt da vielleicht nachher, ja. Also sie ist da. Und wir gucken mal, ob es ein paar schöne Aktionen gibt, die man hier ratschen kann. Vor allem die gespiegelte Ratsche noch. Die gespiegelte. Da muss ich sie in die andere Richtung drehen dann. Der letzte Bann wurde verkackt und Ornn ist der letzte Bann. Okay, also Ornn. Also das rote, Ornn ist ja auch rot, ne? Macht ja Sinn. Ja. Und Ulus? Komm mal, komm Ulus, nimm Aphelios, komm. Komm. Oh, ja! Nee, wirklich Aphelios mit dir. Ja, das ist auch schon mal was Schönes. Das gefällt mir doch schon mal. Aphelios. Ist denn jetzt das Set überhaupt dabei drinne? Ich glaube noch nicht. Also irgendwie hieß es eben, ja, wir müssen mal kurz raus aus League Patch, aber dann kam doch nichts, aber naja. So überlegt, will man denn hier den Olaf dann im Jungle spielen, höchstwahrscheinlich? Er ist da, okay, alles klar. Danke, Tab. Er ist released, oh shit. Ich aber der wird nicht, der wird nicht auf Dings sein hier auf Pro Draft. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, der wird da nicht drin sein. So schnell ist es nicht. Wenn, müssen sie es schreiben halt. So, Olaf ist der erste Pick von HSMW. 19 Minuten Delay, ja gut. Ich könnte mir denken, dass sie vielleicht entweder Top oder Support picken. Machen sie auch. Da kommt der Norte das Pick. Ja, Nautilus ist auf jeden Fall immer sehr, sehr starker Supporter. Solide, man kann nicht viel falsch machen. Du bist tanky wie Sau und hast auch einen schönen Hook. Und wenn der trifft dann später. Ja, und vor allem die Ult. Dann sieht's gut aus, die Ult, Point and Click, da kannst du auch mal dann schnell einen gefeedeten Champion rausnehmen. Eddie freut sich schon über den Nautilus. Was für eine Überraschung, ja. Diana. Ulus legt aber richtig auf. Man nimmt... Schade, dass Max das nie bei Eddie macht, oder? Der kriegt das immer nicht, ey. Nautilus Mitte, okay. Also Ulus ist ja sehr interessante Picks. Auch mein Diana im Allgemeinen. Ja. Äußerst strong gerade. Könnte man im Jungle picken oder Mitte flexen? Es war aber irgendwie auch klar bei Chung jetzt. Da ist Leona, Yumi, was spielt er noch? Ich glaube, Thresh wird noch gespielt und Lulu halt so. Das sind so seine vier Comfort-Picks. Max noch nie auf... Na, vielleicht wird auch jetzt gerade beim HSMB-Team ein bisschen... geforst. Ja, kann natürlich sein, dass da Malediction ein bisschen was mitzureden hat, was hier gespielt wird, aber... Ach so, Camille. Ja. Camille natürlich gegen... Es wären gegen Ornn eine gewisse Antwort, aber Ornn ist ja eh gebannt. Aber Camille im Allgemeinen starker Top-Laner gerade. Sie macht also sich der Trainer gut. Ist ja auch mit im Voice-Chat jetzt bei den Jungs halt als Unterstützung, ja. Das hat Ulus jetzt nicht. Nee, das hat Ulus nicht. Die haben den Teamgeist, der da ist. Der Teamgeist. Olaf Top könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Und Camille Jungle wäre natürlich auch interessant. Na, nee, das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Nach. Das ist. Camille Jungle, das ist. Ich habe das einmal probiert halt, das ist nicht so. toll. Oder Norte das Jungle, wer weiß. Olaf Mitte. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Hier kommen die Strats, so Xayah wird gebannt. Hashtag THD, ne? So. So, dann natürlich auch ziemlich gut auf Xayah, haut man hier raus. Möchte man nicht sehen. Und Nocturne ebenfalls. Roman, mit der Nocturne-Ult. Und Kha'Zix ist auch eigentlich ein berechtigter Bann. Obwohl, wenn sie sich richtig angeordnet haben, spielt Final Minute heute Jungle und nicht Jesus halt. Weil Jesus hat ja meistens immer Kha'Zix genommen, aber ich denke nicht, dass er Jesus spielt. Jesus war, glaub ich, drin. Achso, du meinst wegen Jungle. Aber er spielt keinen Jungle. Okay. Also, wenn sie sich richtig geordnet haben. Stimmt, vielleicht nimmt Ulus wieder einen Mage. Ja. Als ADC. Das ist halt das Schöne bei Ulus halt so ein bisschen, weil da viele Leute viele Positionen hier auch besetzen können halt immer. Also da wechseln vor allem hier
Final Minute, Miko Nakano und Jesus da immer hin und her. Also vielleicht sehen wir wieder einen wunderschönen Flex. Das könnte theoretisch Hasen mir überraschen. Aber werden wir sehen. So, Vane. Vane sehe ich gerne. Jawohl. Vane macht immer Spaß zuzugucken. Weil sie durch ihren ganzen Movement-Spaß und ihre Unsichtbarkeit. Oh, man holt Jarvan, das ist dann doch da hier in der Mitte. Dort playen kann man. Blockt hier Klett und Jarvan quasi instant ein. Da hast du deinen Magic Damage, Eddie. Und es wird wieder, oder es spielt wieder ohne. Ne, nein, wir haben Aphelios. Oh, die Wayne, ey, da freue ich mich schon. Das ist immer was Schickes. Sehe ich immer sehr gerne. Zwar nicht auf dir jetzt, Nils, aber so auf den anderen. Das wiederholt, was ich sage. So, Aphelios ADC, stimmt, das war mein Fehler, tut mir leid. Nicht unverschämt. Und wir sehen Time to Laser auf Viktor. Ja, da auch einer von seinen starken Picks auf jeden Fall. Das ist Zucker. So, da haben wir auch schon die wunderschöne Teamcomp. Ja, da steht schon alles fest. Ab in den Client. So, dann hoffen wir mal, dass es auch direkt losgeht. So, wir wollen noch kurz warten und ich kann mal ganz kurz zurückkommen, weil jetzt diese komische Set-Scrolling-Karte aufmacht. Sie geht nicht auf. Ja, go. Ja. Ready. Ja, geht nicht. Vielleicht kriegst du es nachher noch in der Pause. Vielleicht ja, die geht irgendwie nicht auf. Komisch, Buggy. Ach, die geht gar nicht auf. So. Also Klett gegen Camille Top wird das sein. Ja. Das wird wohl so sein. Also ich setze da glaube viel Hoffnung in Yuto. Ich weiß, dass er Camille. Ist er mit Camille so gut, ja? Er hat angefangen zu turnieren, glaube ich. Und er hat Ach so, auch der hat angefangen, performt damit. Wollte gerade sagen, ich habe den eigentlich noch gar nicht darauf gesehen bisher. Eddie, die 100 Punkte dafür auszugeben, war es jetzt wert, ja. Ja, Clyde ist wieder. War ich mein frisches Update, alle wollen ein Set spielen. Bisschen versteht man es auch. Die Server werden gerade ein bisschen überfordert sein. Ich weiß nicht, was du meinst. Seine Nachrichten werden immer ignoriert, ja, das stimmt auch. Genug davon. Wir sollten die Preise dafür mal hochstellen. So. Olaf kann ich mir gut vorstellen als Antwort gegen Jarvan. Ich meine, man hat zwar den Jarvan jetzt in den Olaf reingepickt. Aber ich glaube, Olaf wird da trotzdem ein besseres Matchup haben. Und das? Der Hochschulhost, vielen lieben Dank für den. Oh ja, vielen, vielen Dank. Hochschulhost. Naja, bei so einem besonderen Anlass. Ist ja auch jetzt. Wir haben das HSMW-Team bei dem Event gesehen. Das ist ja auch schon wieder 6-7 Wochen her oder so. Vielleicht noch länger, ich weiß es gar nicht mehr jetzt so genau. Und das ist jetzt so das erste Spiel in dieser Teamkonstellation halt, was wir da auch jetzt casten dürfen. Ich weiß, es wurde viel trainiert und so weiter und ich bin auch wirklich echt gespannt, ob wir jetzt auch so ein bisschen sehen, so ein bisschen den Fortschritt sehen halt zum letzten Mal. Also da schauen wir doch gerne mal 25.11. Doch schon, 5-6 Wochen, ja. 25.11. Ja. Eieiei. So. Ja, vielleicht kommt ja noch ein oder anderes Team und fordert das Hochschulteam. Aber ich glaube, die hatten doch bei der Runde, da hatten sie doch auch in der Konstellation gespielt, glaube ich, oder? Natürlich. Ja, oder? Die haben dann nur gegeneinander gespielt. Ich weiß es gar nicht. Hallo, ich glaube, es wurde auch in dieser würde ich denken. Konstellation gespielt, ja, ich glaube. So, gehen wir mal auf den ganzen Spaß hier ein. Man hat bei Ulus. Da hat ja zweimal das Main-Team sogar gewonnen, halt an diesem Abend, ja. Ja, genau. Dankeschön. Ja. So, Diana, also man hat, bei Ulus hat man jetzt einen Ignite mehr und bei HSMW einen TP mehr. Kann man natürlich early kann man das einsetzen schon oder im TP dann eher late einsetzen oder im Midgame. Jo. So, dann wieder 3 Minuten Delay, dann gehen wir mal von oben nach unten ab, Nils, oder? Also, ganz oben erinnere mich nicht dran. Also, auf der Top-Lane, da ist es echt schwierig zu sagen, wer da die Nase vorne haben wird. Das sind beides so Champs halt, mit denen du viel Schaden dann machen kannst, auch im späteren Spiel vor allem. Gerade mit der Klett-Ult bist du dann auch schnell mal in Teamfights da, hast auch so ein Engage, was immer ganz cool ist. Oh, und der Tab ebenfalls. Vielen lieben Dank für den Host. Danke, oh ja, danke, vielen, danke. Vielen Dank. Plexal, Alelu. So, genau, gehen wir in den Jungle. Da werden die Points rausgehauen. Ja, gehen wir mal in den Jungle über. Wir haben Jarvan gegen Olaf.
Auf jeden Fall hast du mit beiden Junglern gute Möglichkeiten zu ganken ab Level 3. Das funktioniert wunderbar mit Jarvins Combo. Olaf, der wirft seine Axt, wenn er sie trifft, ist Ziel geslowt, dann rennt er hinterher und dann wird es halt verkloppt, wenn er es schafft. So. Also das ist auch relativ even, finde ich, das Jungle-Duell. Wobei da wahrscheinlich die Jarvin-Ult später in Teamfights ein bisschen nützlicher sein kann als jetzt die Olaf-Ult. Hm. Aber das ist alles... Ich glaube, wenn Olaf gefeedet ist, kann man das auch gut in den Teamfights anwenden. Da kommt es wirklich sehr drauf an, wie viel Skill jetzt die einzelnen Spieler auf ihren Champs da beweisen, ja. Midlane. So, Midlane, also Erik darf man eigentlich meistens nicht unterschätzen. Der kann mit seinen Lasern sehr viel Unruhe erzeugen. Aber wir haben mit beiden gespielt, wir haben auch mit Miko sehr viel LOL schon gespielt, also er ist auch sehr, sehr stark halt. Also er kann auch sehr, sehr stark spielen. Rein von den Matchups her sehe ich Diana im Early vorne, weil sie hat Ignite und sie hat vor allem jetzt mit dem Dash auf der E Early, glaube ich, mehr Pressure, um ihn zu killen. Ja, aber ja, Erik wird das wahrscheinlich machen, kommen sehen und irgendwie, oder er muss eigentlich defensiver spielen. Und einfach scalen. Weil wenn Viktor scaled, dann ist, ne, dann kommt eine große Welle auf euch zu. Auf die Gegner. Und dann noch mit den TP könnt ihr noch viel roam, was nochmal zu mehr Items und mehr Kills anstrebt. Ja. Deswegen, aber jetzt nochmal schnell runter zur Botlane. Wir haben noch 45 Sekunden jetzt. Oh. Aphelios, Wayne. Sehr spannend auf jeden Fall. Also Aphelios, ich habe immer noch keine Ahnung, was bei Aphelios so richtig abgeht. Nee. Also Aphelios habe ich mich auch noch nicht so sehr beschäftigt, aber er ist ja auch, wie Wayne, auch ziemlich Late-Game-lastig dann hier, oder? Ja, also Aphelios scale auch, ja, der kann auch scalen. Mhm. Und er kann auch Early, glaube ich, gut Schaden machen. Und Wayne ist halt auch... Ich meine, so das ein oder andere Maxim-Video hier mit ist das normal und so weiter, habe ich da schon gesehen zu Aphelios und das war nicht normal, ja, aber wir gucken mal. Was aber ich würde, glaube ich, Solo trotzdem was Botlane. Mit dem Nautilus Support könnte das ziemlich gut werden. Ja. Mein Soto jetzt auch den Vorteil, richtiger Main-ADC. Jesus, er wechselt ja immer, wie gesagt, hin und her. Hat ja sonst immer Jungle gespielt. Haben wir den überhaupt schon mal auf ADC gesehen hier in der Liga? Ich weiß es nicht. Also auf ADC jetzt richtig? Vielleicht am Anfang halt. Am Anfang könnte ich mir vorstellen, aber naja. So, dann noch das Duell Chung, also mit Leona gegen Max. Also allein von der Erfahrung her hat Max da einen riesen Vorteil. Kriegen wir noch ein Bild? Jetzt kommt das Bild. Cool. Weil, also da sehe ich Max schon vom Skill jetzt mal gesehen etwas weiter vorne. Gerade wie Max das halt auch immer schön spielt, der ist dann auch immer mal schnell mal Midlane halt, kommt, gankt da so ein bisschen immer mit rein halt, das macht er immer wunderbar. Das hat man bei Chung jetzt in der Season noch nicht so gesehen, deshalb beim Supporter-Duell sehe ich eigentlich Max dann doch. Können wir ganz kurz in die Punkte gucken und Sodo sticht raus mit seinen 221.000 Punkten, holy shit. Aber wiederum hat man auch bei, Ulus, den lieben Klett, der da ein bisschen raussticht. Oh ja. Aber an sich könnte es auf jeden Fall interessant werden. Ja. Das wollen wir. So, aber jetzt gehen wir hier erstmal rein. Das HSMW eSports Team gegen Ulus eSports. Ich hoffe. Knack. Ihr habt Bock. Auf geht's. Geht's los hier. Ja, erstmal schnell hier Dings anmachen. Komm. Mach mal hier die Objectives Timers an. Scoreboard. Und sie sprinten da los. Meditation. So. Immer. Geht mal für den Invade. Also, HSMB könnte theoretisch für den Invade gehen. Martin Nautilus Hook? Naja. Weil man könnte es auch mit der Leona eher probieren, ist aber nicht so effektiv. Oder da kommst du auch nicht so weit. Mit dem Hook. Aber man entscheidet Ulus sich hier. Das ist offensiv und sie geht man will ja dann doch vorgehen und das könnte gefährlich werden. Man weiß aber nicht, dass die Camille da hinten ist und Viktor kommt ebenfalls. Das könnte jetzt ziemlich tödlich enden. Wenn Viktor da jetzt noch hochkommt und die da in dem Dreieck jetzt drin stehen, dann sieht das nicht gut aus, aber... Camille ist da. Die Camille hat ihr geskillt. Sie kriegen den Clash. Flash ziehen wahrscheinlich. Ja. Ich denke, hier muss geflasht werden. Flash von Klett raus. Da war man early zu greedy ohne Vision. Nee. Man hat auch direkt schön und schnell reagiert, konnte jetzt den Flash ziehen. Und das ist gerade auch für die Toplane jetzt ganz gut. Da könnte man als Olaf vielleicht mal überlegen, dann da oben auch mal early irgendwie was zu probieren, jetzt gerade, wenn der Flash raus ist. So, die Frage ist jetzt, ob man early den Flash irgendwie abused, dass man, oder dass Olaf jetzt sagt, er wird top, bisschen aggressiver gehen, damit man die Camille irgendwie in Gefahr bringt. Könnte zumindest was bringen.
ist jetzt auch der erste Cast hier für mich, wo endlich mal auch hier die Drake-Anzeige funktioniert. Ja, das, was wir uns gewünscht haben hier in den letzten Wochen und Monaten, aber jetzt funktioniert sie endlich wieder. Jetzt sieht man endlich mal wieder, welche Drakes, welche Teams haben. Und wir müssen uns das nicht mehr notieren, ne? So. Die Mitte geht gleich heiß her. Victor nervt die Diana ordentlich. Aber viel kann sie da gerade nicht gegen machen. Botlane auch schon. Poke ist da und jetzt geht's Top rein. Geht's direkt los. Da wird er zurückgezogen von der Kette von Klett, aber. Hier wurde abgebrochen. Ja. Na, ja, und guck dir das an, Time to Laser. Erstmal die Nase vorn. Meine, Diana braucht erstmal sicherlich ihr Level 3. Das Norte, das kassiert gerade relativ gut. Nevermind. Top Lane. Ah, und da kommt auch der Gank. Aber Camille kommt raus. Ja. So, jetzt hat man Olaf im Topside. Jungle Botlane Gank. Die setzen hier vom Nautilus. Das war ja Max Range Hook hier. Und da kann die Vayne ordentlich Schaden auf die Leona raushauen hier. Also. Schaden ist da. Ja. Also Vayne hat auch, wenn sie ihre Procs durchbekommt, early nicht zu unterschätzen. Ja. Also HSMW-Team erstmal auf Midlane und Botlane dominant. Toplane noch relativ even. Dieses Bot peaklich. Schön top. So, Camille zeigt ihre Präsenz. Camille hat auch ein relativ starker Late-Game Split-Pusher. Also, ich glaube durch das Training und durch die Teamaufstellung von Malediction ist beim HSMB-Team wahrscheinlich deutlich mehr Struktur dahinter. Na, das will ich mich jetzt mal, wollte ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ich denke mal nicht, dass Ulus so hart trainiert hat wie das HSMB-Team. Wird wieder abgebrochen von Camille. Das Timing ist gerade nicht mit ihr. Und Olaf ist nach oben unterwegs. Also wenn Klett nochmal reingeht, könnte es tödlich enden. HSMB-Team sind alle autofilled. Schön. So, die Frage ist, wer macht jetzt wo den Engage? Und ich glaube, Bot, Leona Engage kommt. Engage kommt. Und da kommt auch ordentlich Schaden. Schaden! Und da geht der First Blood hier an Leona. Und so schnell kann das gehen, gell? Ulu schnappt sich vorbei. Schaden. Die Lane. Gegen wen geht weiter? Und da kommt der Jarvan und da muss nochmal geflasht werden. Gut von der reagiert von Sodo, ja. Dass er tödlich enden können. Aber er konnte den Knockup flashen. Das wäre ja eine Sensation, wenn Ulus heute wirklich das HSMB-Team schlagen könnte. Unmöglich ist es nicht. Man nee, schätzen. Unmöglich ist es auf keinen Fall. Die sind schon sehr, sehr stark, die Jungs. Ich glaube, die Vayne wird es nicht. Ich mega Olaf feiern. Ist da. Und da kommt der Flash Engage. Ja, die wissen nicht, dass Olaf da ist. Und das könnte jetzt tödlich enden. Ja. Oh, Vayne, kommt nochmal raus. Camille ist ebenfalls da. Ja. Schön, und jetzt holt man hier die Leute ab von Ulus eSports. Ah, kommt nochmal der Hook. Ja. Da war Ulus zu greedy. Ohne Vision nach vorne gegangen. Die Quittung haben sie bekommen. Ja, die hätten einfach, nachdem die den Kill geholt haben, erstmal Schluss halt. Und nicht so nach vorne. Und nicht so reingreeden vor allem. Tja, und jetzt hast du halt einen Kill auf der Camille und auf dem Olaf. Und das ist halt sowas, was du eigentlich nicht so haben willst. Und bei Ulus hast du halt nur auf der Leona jetzt einen. Hm. Ocean ist auch der erste Drake. Also aber zumindest hat Leona halt das First Blood bekommen, sodass keiner von den anderen beiden aus HSMW-Team jetzt das First Blood gekriegt hat. Hm. Oh, da war gefährlich, Jarvan. Aber kommt da weg. So, Ocean ist der erste Drake, das heißt, wir werden keine Ocean-Seele sehen. Ist, glaube ich, zum Vorteil von Ulus, weil Olaf in Ocean-Seele ist immer noch leicht bastet. Das auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt nur, wie sich HSMW den Vorteil über die beiden Kills jetzt schnappt. Ob sie jetzt mehr über Top spielen oder ob Top versucht. Die Pressure auf die anderen ich meine, die Vayne hat ja keinen Kill abbekommen. Bitte geht's ab. Unten ist noch eigentlich alles offen. Da kann man bestimmt noch gut was machen. Denn Vayne hat einen Assist bekommen. Ganz nix war's. Hm. Jetzt nicht. Nächstes Game kann Zed gepickt werden. Okay. Interessant. Aber ich weiß gar nicht, ob die Jungs irgendwie eine interne Regelung haben, dass er nicht gepickt wird. Nö, nee, also vorhin, wo ich mit denen geschrieben hatte, meinten sie halt, dass sie ihn picken können. Ja. Hm. Also ich denke, vielleicht sehen wir ihn, wenn wir Glück haben. Ah, Safe-Codes First Pick. Ja, das kann natürlich sein. Die Ulus-Jungs. Safe-Codes First Pick.
Selbst mit sind dafür bekannt, dass sie immer Meta spielen, gell? So, man sieht die Kamel. So, hier. Ja. Jarvan Locker trifft. Da geht man jetzt auch rüber mit seiner Combo. Ist auf der anderen Seite der. Ah, Jarvan ist nur Level 5. Kamel hat schon ihre Ult. Ich weiß nicht, hat sie auch ab. Klett ist jetzt da, aber man berichtet ja, wenn man genau da meint. Wenn man. Aber ah, Kamel kommt raus. Okay. Kamel kommt mit ihrem Sprung hier nochmal raus. Olaf scheint jetzt den Drake angehen zu wollen. Und das tut der Glaube auch. Ja. Vision-Kontrolle. Botlane-Pressure ist gerade so mehr oder minder da. Aber wenn man sich hier den Farmer anguckt, dann ist eigentlich nur bei den Junglern jetzt ein kleiner Unterschied da. Bei dem Rest ist es noch relativ even. So, da geht der Drake ja. Für das HSMB-Team und klett mit dem soliden Engage. Naja, du hast halt gesehen, dass der Jarvan mit oben war, eben bei dem kleinen Fighter. Klett Jarvan gegen Kamel, wo sie über die Wand ist halt. Und da hast du dann als Olaf jetzt die Chance gesehen, hast den Drake schnell gemacht. Also hat er sehr gut gemacht an der Stelle. Aber Yuto kann gerade seine Pressure so gar nicht ausüben. Oh. Ketten trifft aber auch immer wieder. Halt. Und jetzt kommt der Mitte Gang. Geht man hier rein, die Ult kommt durch von wichtiger Flash. Und ich glaube, und dann sollte man hier den Time-to-Laser auch down haben. Ja, sehr schön gespielt. Jarvan nimmt den Kill mit, aber das Feld von Viktor ist dann noch hinterher, aber macht nicht genug Schaden. Ulis muss halt wieder probieren, viel über Early Game zu regeln. Wer hast, ja. Das HSMB-Team hat so ein gutes Scaling. Das willst du eigentlich nicht bis in die 30. Minute ziehen. Ich glaube, ab dann wird es echt gefährlich. Und Kamel ist jetzt mittlerweile auch mit Farm hinten. Also Klett dominiert da oben doch ganz schön stark. Und jetzt geht's weiter. So, und jetzt Kamel geht's ja oben weiter. Tief drin und Klett wird macht wieder Schaden. Yuto muss Kamel raus. Kommt aber wieder raus mit ihrem Sprung. Ich glaube, das wird jetzt so ähnlich die nächsten Male immer wieder so ablaufen. So, Farm ist so. Ja, bisher gefällt mir der Klett auch besser. Das stimmt schon, was Asurius da sagt. Also, wirklich. Farmmäßig, Toplane, Botlane vorne. Oh, jetzt kommt der Leon Engage. Oh, da versetzt man leider seine komplette Combo so ein bisschen. Ich meine, die Q hat noch gesessen jetzt, aber bringt ja halt nichts. Und jetzt hat man dem ADC, glaube ich, noch den Farm weggenommen so ein bisschen. Also das war jetzt ein bisschen nicht so gut gespielt von Leona. Aber stimmt, sehe ich auch gerade. Danke, Kane. Die Kamel hat sogar Keil mit. Also sie möchte wahrscheinlich erst safe spielen. Sie weiß, dass sie wahrscheinlich early keine Chance hat. Ja, ja. Und mit dem Keil wirkt sie dem entgegen. Dass sie einfach nur farmen muss und noch mehr Geld bekommt. Aber man hat ja auch gesehen, anhand der Punkte, dass Emilia nenne ich sie jetzt mal, oder ihn mal, dass er wirklich auch Ahnung hat von dem Champ dann doch. Beide Jungler jetzt Botlane, das könnte ein Graufe werden. Und Olaf hat richtig Bock. Da kommt der Engage auf den Olaf. Lockup trifft, ja. Ulf von Jarvan ist da, Leona ist da, Olaf. Helios ist alleine. Und Olaf ja, lebt und immer da noch. Da geht dann der Olaf down. Mitten in der Zeit wird Time to Laser gedived. Vayne holt sich die Leona ab. Mitte holt der Klett Time to Laser dann ab. Also, da kommt der Flash Engage. Und kriegt man da den Nautilus noch und es sieht gut aus. Der Jarvan holt sich den Nautilus ja auch noch mit. Ulus zerfetzt das HSMB-Team gerade komplett. E-Sports, meine Damen und Herren. 5 zu 3. Sehr schön. Wunderschön gespielt von Ulus. Ja, jetzt kommt die TP rein, wenn man sich da beeilt, da kommt man auch nochmal ran an die Kamel. Kamel und jetzt hat sie ihren Sprung verkackt. Und das vertötet ihr. Ja, das sollte ihr Todesurteil sein. Oh, ja, Flash. Da wird hinterher geflasht und die Kette kommt zurück und zack, da ist er weg. Ich meine, man haut Klett jetzt nochmal runter von Scar, aber das ist in dieser Situation ziemlich egal. Hm. Ja, genau, Ken. Also so Kamel scaled halt auch besser als Klett. Victor scaled ja. Besser. Ulus möchte halt genau das, was jetzt gerade passiert, möchte Ulus auch haben. Na, wenn sie das so weiterspielen wie bisher, dann sieht es sehr gefährlich aus fürs HSMB-Team. Frage ist halt nur, ob sie es runterspielen können. Das ist immer noch so der zweite Akt des Buches. Dass man den ganzen Spaß auch verwendet. Jarvan. Bexor gerade. Kann sich jetzt das Tiamat holen. Wir können noch mal ganz kurz auf die Gold-Difference gucken. Also Botlane ist der Aphelios 300 Gold vorne. Ist jetzt nicht nix
Überragendes. Oh, Uwain hat aber noch 2400 im Inventar. Das so müsstest du vielleicht mal ausgeben gehen dann, der liebe Sotorn. Er ist auch schon unterwegs. Und das wird ein richtig guter Shopping-Trip jetzt erstmal. Midlane ist auch nur 100 Gold vorne, die Diana. Obwohl sie halt zwei Assists hat, aber die... Ja, der Olaf, der hat sich da sein Pinkboard gestellt, wird jetzt aber gesehen vom Klett. Camille ist aber auch da. Jarvan auch und die, ja, das könnte jetzt hier, aber Max kommt und das könnte der Vorteil jetzt sein für das HSMB-Team. Man den Gadget leider und alle, oh, oh, man kommt da weg, Flash. Macht auch nochmal ordentlich Schaden. Da kommt raus und da kommt und der Re-Engage. Stehen alle drei in diesem, in der Jarvan-Ult drinne, aber man kriegt leider nicht. Jarvan oh, viel zu tief, oh, dass die Diana rauskommt. Ja. Man trifft dann, guck nochmal. Re-Engage die Diana. Weiter. Das ist noch nicht beendet hier, die Camille will noch. Und HSMB ist greedy und da holen sie sich die Diana. Ja. Oh, die Jungs wollen den Sieg haben. Bist du von der Zeit her vor mir? Weiß ich 1, nicht. 24, 25, 25 26. 6. Okay, nee, wir sind gleich. Ich dachte gerade nur. Oh, das war so schön gespielt jetzt eben. Die standen alle in der Jarvan-Ult dann mit drin, aber man hat leider keinen Schaden gehabt. So wirklich. Man muss dazu bedenken, das war jetzt ein 4 gegen 3. Ne? Hm. Also die komplette Botlane von Ulus war ja nicht mal dabei gewesen. Ja, und die waren halt jetzt schon sehr knapp gewesen. Es war trotzdem ein doofer Trade, weil das wollen sie halt echt vermeiden. Ja. Ulus war es nicht cool so. Die Botlane Max, der geht jetzt hier nach vorne. Und das ist vielleicht dann doch zu viel, was Max dann will. Aber Victor ist da. Leona holt den Nautilus, Victor holt den Aphelios und die Wayne, die Leona. Und okay, Leona hat sie Glück, dass Time to Laser kam. Leona hat wieder ihre gesamte Combo verfehlt. Das darf eigentlich nicht passieren. Na, die hatten keine Vision im Busch hier auf dem Board gehabt und Time to Laser hat sich da halt drauf tippelt und ja. Oh, aber so, jetzt geht der nächste Drake. Engage auf Knockup sitzt nicht und da kommt der Re-Engage. Vayne ist jetzt auch in guter Position und der Jarvan sollte sterben. Mal verschieben. Ja. Das war jetzt so vom Jarvan ein bisschen sehr riskant gespielt. Er wollte halt hinten raus, hat Time to Laser gesehen, dachte, er kann ihn vielleicht schnell machen, aber. Du hattest halt keine Informationen über den Jungler oder was er ADC da unten gemacht hat. Also das. Da wäre ich einfach jetzt zum Dragon Pit hinten raus ganz normal gegangen mit der Combo. Also. Ja. So, wir haben die Infernal Soul. Ist jetzt eher eine schwächere Soul, weil die Drakes im Allgemeinen auch absolut useless sind. Die 4% Attack Damage. Ja, Mart of Jarvan. Nicht bedeutend. Das HSMB-Team invadet den Jungle. Vom Jungle-Team holt sich hier den Red. Und die Vision halt, vom. Jetzt dreht sich das wieder so ein bisschen. Jetzt haben wieder irgendwie das HSMB-Team so ein bisschen die Nase vorne, finde ich. Mittlerweile zeigt sich, glaube ich, das HSMB-Team durch die Decision-Makings. Und jetzt kommt man hier zu viert auf die Botlane und das sollten eigentlich beide sterben. Ne? Leona kommt nochmal raus, so wie es aussieht. Aber Udus rotiert ebenfalls. Vayne kann jetzt viel zu weit vorne sein. Und da holt man sich dann lieber hin noch ab. Das war ganz gut. Ei. Ja, da war Soto, aber ist Soto aber auch alleine jetzt nach vorne gegangen, ohne sein Team. Das war vielleicht nicht der richtige Call. Also ich glaube, dass das HSMB-Team vor allem gerade durch das Decision-Making ziemlich glänzt, wie die Sachen umsetzen. Ja. Man kriegt hier dann doch noch. Da saß der Naughty Hook. Ich glaube, die können die fast sogar schon diven. Vielleicht. Ja, die Kamera ich denke, das wird jetzt auch viel von dem Klett noch abhängen. Weil wenn der jetzt sich noch ein paar Kills zusammenfarmt gegen Camille. Warum greetet Soto nie gegen mich so? Gute Frage, Eddie. Bei Eddie schon vorher greetet wahrscheinlich immer. Ja, ja. Das ist es. Nein. Man dodgt hier den Sprung. Sie kann ihn wahrscheinlich sogar mittlerweile outscalen. Ja, wahrscheinlich. Das auch, ja. Ja, das macht es doch aber knapp. Da kommt er nochmal Scar. Nein, er kriegt nicht durch. Das war knapp. Eieiei, dann hättest du es wahrscheinlich sogar verloren. Der Scar da gekommen auf jeden Fall. Ja. Für mich jetzt auch mittlerweile mehr Farm. Midlane da oben, man kommt hier nochmal weg. Oh, der Damage. Das war nur die Kuh. Mein Max hat noch kein Magic Resist, also ist das noch okay. Holt jetzt einen Top Tower. Und das müsste der First Tower sein. Ja, oder? Ja. Ist First Tower. Ja, das ist ein bisschen schade, weil gerade die Top Lane, die wurde eigentlich von dem Klett ein bisschen dominiert jetzt. Er versucht es auch immer wieder, ja? Ich hab's mal bei ihm im Stream gemacht. Ach so. Gamble. Bei uns ist Glücksspiel verboten.
So, Hasenbeben möchte jetzt, glaube ich, schon zu Flora ins Stream rüber für Glücksspiel. Hasenbeben möchte jetzt, glaube ich, den Botlane Tower holen. Und die Botlane von Ulus kann man. Könnte man diven, aber der Olaf geht doch lieber. Und mittlerweile fängt Hasenbeben an zu scalen. Ja. Klettengage kommt. Jetzt kommt hier die Klett-Ult. Wayne läuft da oben aus. Wichtige Entscheidung. Jetzt sieht man aber hier oben leider die Perspektive. Olaf, man top. Kriegt den Olaf hier wahrscheinlich ganz schnell rausgenommen. Das ja. ist auch ein Cutdown von 650 Gold. Und jetzt Victor ist halt Frage, oh, kann man Time nicht. To Laser auch noch machen. Oh. Aber der Rest aber vom Team kommt. Schon der Rest vom Team, ja, da wird nochmal geflasht. Oh, der kommt raus. Ah, doch. Nicht. Nee. Okay. Nee. Das wär's doch gewesen jetzt. Das war jetzt aber. Na, ja, naja, viele Jarvan? Flashes sind geflogen. Und Jarvan? Jetzt geht man hier am 3 gegen 3. Die Leona-Ult geht leider wieder daneben. Camille macht den Achilles komplett solo. Wayne ist gestunt, aber alleine. Warum geht keiner auf die Wayne? Warum gehen die nicht auf die Wayne, die beiden? Wayne solo, man kriegt Aphelios solo, also momentan. Ja. Ulus macht gerade also, einige Fehler, die nicht sein müssen. Ja, man hätte da jetzt ganz einfach mit Klett und Leona schnell die Wayne rausnehmen können. Also, so. Das wäre kein Problem gewesen, eigentlich. Meiner Meinung nach. Also, so hätte man zumindest noch einen Kill gehabt und dann hätte man zu zweit auch noch entkommen können wahrscheinlich, weil für... Alga. Für Felius war es eh zu spät. Das war jetzt aber Ulus. Das war nicht schön. Aber passiert. Manchmal macht er Fehler. Alga. Dachte, das Spiel wird spannend. Wart mal ab, Eddie, Mensch. Wart mal ab. Momentan, also ich glaube... Es ist eigentlich schon relativ spannend. Es ist, ja. Vorhin hat Ulus die Nase vorn gehabt, jetzt wie das HSMB-Team halt. Mal gucken. Ah, wir haben ja auch noch ein zweites Spiel und vielleicht ein drittes halt zur Not. So, Infernal macht jetzt HSMB. Ja, aber das sollten Vorteil. Die Jungs von Ulus wissen, aber ich denke nicht, dass man da rangehen will. Jarvan auch im komplett anderen Hälfte des Jungles unterwegs. Ja, ich wollte gerade sagen, also mit Late Game ist jetzt nein, der Headline. Naja, also nein, das meine ich ja nicht. Ich meine ja, wir haben ja noch ein zweites und ein drittes Spiel halt. Das ja. Es war echt schade, dass Ulus das so verkauft hat momentan. Aber vielleicht macht Hasenbeben ja, dieselben Fehler. War echt schade. So, Olaf ist Richtung Bot unterwegs. Aphelios macht immer noch soliden Damage. Also selbst das Spiel würde ich noch nicht als verloren abstemmen. Da muss nur wirklich ja, wenn sie mal der Aphelios oder die Diana ausrasten. Weil sie sind eine Late Game kommt, die ihr hättet. Im Normalfall, wenn sie es wirklich alles perfekt runterspielen, aber perfekt ist hier nicht. Nicht ja, in unserer Elo. Ich im zweiten Game. Jawohl. Olaf wird aggressiv gegen den. Ja. Jarvan! Hallo, oh. Leben? Das fliegt komplett. Nein, keine Chance gegen. Ah, man aber checkt Ulus jetzt eure Bilder im Busch nicht, wartet. Das könnte jetzt noch ein bisschen sein. Ja, jetzt Klett kommt der Klett und die zwei kann man sich hier bestimmt abholen. Wenn man sich beeilt, ja, dann geht der Jarvan down, der Olaf allerdings auch. Jetzt und die Botlane ist down, das war eine wichtige Rotation. Ja, sehr, sehr wichtig. Und jetzt holt man hier die Camille leider nicht. Der schlüpft da durch. Na, oh, der Flash kommt. Der 700er Shutdown hier ab. Jetzt kommt allerdings die Botlane von dem HSMB. Jetzt geht das Ganze nochmal weiter, aber Aphelios, der macht Schaden hier. Klett holt sich die Wayne. Ulus holt sich die Jungs. Laser. Ja, Ulus tradet 4-2. Ja, also. Holy shit. Wie gesagt, man darf Ulus hier nicht abstempeln. Also genau, Eddie, solche Fehler wie das hier. Eddie, hallo? Das war bist du noch da? Wahrscheinlich ziehen die jetzt komplett durch das HSMB-Team hier. Jetzt Mitte runter und durch und machen fertig hier. Nee. Auch trotzdem schön gemacht von Ulus. Ja. Eddie! Holst jetzt den Tier 1 Tower mit. Ist somit auch der erste Tier 1 Tower? Mittlerweile das ist jetzt erstmal der zweite Tower im ganzen Spiel. Nach 20 Minuten der fällt. Das sind schon andere Spiele zu Ende gewesen. Nee, Mitte ist auch down. Dritte Tower. Ach so, ja, der dritte. Nee, da habe ich mich verguckt, sorry. So. Wenn YouTube mittlerweile auch schon 6-2. Ich glaube, die Camille sollte man mittlerweile einfach auf die Sidelane packen und da ihren Spaß oder ihr Leben leben lassen. Könnte man natürlich tun. Wiederum hat die Vayne aber auch noch kein Rageblade, also der Power Spike kommt auch noch. Ja. Wenn Vayne erstmal Rageblade hat. Ja, aber man sieht, wenn man mal so ein bisschen auf die Vision guckt, man sieht halt, guckt ja mal die Vision an hier, die das HSMW-Team gerade in dem Jungle hier unten hat. Also das ist wirklich
Also HSMW mit Vision deutlich, deutlich besser aufgestellt. So, Botlets engage auf die Diana. Oh, die Ulti! Oh, die Ulti! Oh, der Re-Engage! Ulus ist da! Aber reicht es, reicht es! Was passiert hier? Also, es reicht! Ulus macht HSMW! Holy shit! Ja, Ulus, die holen hier ab! Die traden hier 1 für 3. Die Diana war ein goldener Bait. Ja. Ich will mit dir zum Angeln gehen, Kollegin. Flori, let's go. Da zündet sie die Stopwatch, schaut ihren kompletten Schaden. Da waren ja auch 4 Leute drin in der Ult. Das ist ja alles, was da noch da drauf zählt halt. Das wunderschön, ist so auch ein Haufen Damage gewesen. Gute Rotation von Ulus, die waren alle da. Ja. Ei, ei, ei. So was wollen wir doch sehen. Das ist doch das Lied, was am meisten Spaß macht zu casten. Ja. Also wirklich so genau 50-50, Alter. Aber ganz genau. Ohne Komma 0 so, irgendwas mach hier. Mach doch mal die Augen auf. Komm, die Leak-Memes. Können wir mal direkt an Maxim senden hier, die Szene hier. Ist das normal, ne? Wahrscheinlich wieder nicht, wie das ist das gut gespielt, egal. Neues Format. Ja, jetzt können wir machen so irgend so ein Teamfight und dann ist das gut gespielt vom einen Team oder ist das scheiße gespielt vom anderen Team? Ja, mach das mal jetzt. Genius. Klingt nach einem echt guten Format. Ja, ja. So, und ich glaube, oh, so. Guter oh, E von Leona. Man trifft die Kamel davon ab, wenn man die Kamel jetzt schnell tötet, kann man danach... TP ist viel zu spät. Und noch den Time Blazer holen, ja. Und dann holt man sich den... Also Ulus eSports. Das ist ja ein, also... Ei, ei, ei. Gib das einfach mal die Ratsche, weil Ulus das jetzt gerade so geil spielt, ja, also das ist... Das wird echt noch spannend hier. Ja. Aber weißt du auch, vom Anfang an her, Ulus so ein bisschen vorne, dann kommen richtig geile Plays vom HSMW-Team, jetzt haut Ulus hier wieder zurück, also spannender als alle Teil Herr der Ringe, sag ich dir. Ah ja. Ah ja. So, der nächste Drake kommt ebenfalls gleich. Und Quiddy scheint in generelle Richtung unterwegs sein Jungle zu machen, die Vayne mittlerweile auf der Top-Lane mit Naughty. So, sie hat jetzt auch ihr Rageblade. Der Leon hat endlich den Bildschirm angemacht. Jetzt trifft sie endlich mal ihre Combo. Ja, mit Chung, ey. Mittlerweile trifft sie ihre Combo. Gerade für Chung wäre das halt wirklich ein ziemlich cooler Sieg hier, weil er spielt ja jetzt nicht wirklich auf dem Niveau halt wie die anderen Spieler. Kann er ja gar nicht, so lange spielt er ja gar nicht League und so weiter. Aber wie er sich hier verkauft jetzt, gerade in der zweiten Hälfte, gefällt mir sehr gut. Da kommt der Flash und da holt man dann auch mal ganz schnell die Camille ab. Der Jarvan holt währenddessen den Infernal Drake. Wunderschön die Diana abgeholt, also komplett aus dem Nix. Die Camille, ja. Mein Fehler. Die Camille, da war Yuto leicht übermütig. Was ist das denn? Ja, Felius poked die Leute zugegen und ich glaube jetzt könnte fast sogar der Tier 3 Tower. Ah, Ulus hat keine Minions. Tier 3 wird es dann doch nicht. Vayne Vector. Was Vayne? Stimmt, Vayne ist da hinten am Vector. Jetzt kommt der Engage von Ulus. Oh, jetzt geht's los. Und ja, man kriegt hier den HSMW Flash hat raus, kein geht ADC. Geht jetzt auf Olaf und der Damage ist da und man holt hier Olaf. Jarvan, der hüpft da auf Time to Laser drauf. Ebenfalls und down. Ja, geht genauso down. Und das könnte sogar schon fast Game aber sein hier. Kriegt die da einer nochmal? Das ist jetzt ich meine, ja, das ist okay, aber Inhib auf jeden Fall. Die Vayne muss jetzt auch langsam mal backen, die steht immer noch da vorne. Weil man tradet gerade Inhib für Tier 3 Tower. Ist nicht so... Wegen Michi, vielen lieben Dank für den Follow. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Genau. Also man hat halt Inhib und einen Kill verloren und dafür hat Vayne halt top bekommen. Ich weiß, ich glaube, das war jetzt absolut nicht worth, dass der Vayne oben durchgepusht hat. Nee. Wenn Vayne hat jetzt ihren Sieg... Gerade jetzt musst du halt immer wieder zurück zum Deffen dann und... Wenn Vayne hat dann jetzt kann man jetzt auch den Baron so ein bisschen angehen auf der Seite von Ulus. Das würde ich jetzt auch machen, dass man... da geschlossen einfach mal hochgeht, mal die Vision cleart so ein bisschen, wartet bis die Minions durchpushen. So, Malediction schreibt abwarten. Also, ich bin gespannt. Na, der ist ja auch schon, ja, mal gucken. Vayne hat auch bald, ich meine, Vayne ist immer noch, Vayne kommt noch. Also, sie ist jetzt auch schon da. Chat Malediction? Da weiß er ja schon wieder Bescheid. Dann. Ich glaube nicht, ich glaube, zudrehen darf er nicht, oder wenn wir jetzt hier die fairen Regeln haben. Eine sechste Person darf nicht da sein. Ja, aber muted, ja, so macht Sinn. Genau, Vayne wird sich jetzt als nächstes einen Phantom Dancer holen. Und wahrscheinlich noch Infinity Hedge oder mehr defensiven Kram, je nachdem. Aber an sich muss das HSMW, glaube ich, erstmal momentan besser spielen, als sie es jetzt machen. Und Baron Vision wird aufgebaut.
Botlane, ja, Kamil, oh, jetzt gegen. Jetzt hier wieder das Duell. Oh, das ewige Duell, Kamil gegen. Und. Nett. Also. Hey, wollen wir Hybrid spielt doch gar nicht mit? Was ist los hier? Was, warum? interessanter Port. Och nee, die wollen uns doch verarschen. Jetzt werden die Skripts hier schnell reingeladen, wahrscheinlich hier bei HSMB. Also Olaf ist da gerade in einer relativen Falle zwischen drei Leuten. Mhm. Und Botlane. Das ist dieses To Be Continued fehlt jetzt noch hier. Nee, ja. Das müsste jetzt so unten noch so reinfliegen, die Musik, und dann geht's weiter. Also Botlane machen halt beide insane viel Schaden. Klett und Camille, wenn die beide ihre Sachen durchkriegen, das hat man ja gerade gesehen. Das war echt. Ei, ei, ei. Das stimmt. Kann das irgendwer kurz klippen, die Szene, wo dann Pause kam? Das ist echt schön. Das kann dann ins Best-of. Achso, ins Best-of. Die gute alte relative Falle. Schön. Ja. Jetzt sitzt man, HSMW ist da gerade am Rotieren im rechten oberen Bereich. Die könnten theoretisch hinrotieren und sie versuchen abzuholen, aber Dana ist halt ebenfalls da. Ich glaube, so oder so sieht das nicht gut für HSMW. Time to Laser hat geschrieben, tot ist RE. Wettest du dagegen jetzt, dass der da rauskommt? Er hat Flash. Also Olaf hat Flash, er ist unstoppable. Ist jetzt die Frage, ne? Er hat Flash, er ist unstoppable, er kann nicht gestunt werden von dem ganzen Spaß, den die haben. Also ich glaube, Olaf kommt raus. Ich bin guter Dinge. Flash gegen die Wand. Also ich kann mir vorstellen, dass der Olaf, dass der hier oben hin flasht und dann nach oben rausläuft. Oder über die Wand hier flasht zum Baron und hofft, dass das Team kommt. Also die Frage jetzt, wie sich die Spieler entschieden haben, wie sie es machen wollen. Ja. Die werden ja bestimmt vorher oder jetzt gerade drüber reden, wie sie rauskommen. Das ist natürlich gerade ungünstig für den Olaf oder für Ulus, meine ich. Dass jetzt Hasen wir nochmal gerade drüber. Stimmt jetzt ab. Wir machen einen Poll auf. Kommt Olaf raus oder stirbt er? Ja, das hätte man echt machen können, aber. Achso, was ist eigentlich? Wahrscheinlich sind beide Teams jetzt ready und warten hier auf irgendwas, gell? Gemütlich noch einen Kaffee trinken schnell. J4 flasht auch gegen, weil hier kommen die ganzen Predictions. Flexer, du hast doch gerade Karten gelegt, habe ich gesehen. Du hast doch Astro TV angerufen. Ei. Was wird passieren? Könnte auch so eine Wer wird Millionär-Frage sein, wisst ihr? Was wird als nächstes passieren? Da sehe ich Eddie aber echt bei Astro TV irgendwann mal. Das wäre schon was. Ich bin Astro TV. Schön. So, hi, Oping. Stimmt, wenn ihr genau hinhört, Olaf atmet gerade sehr intensiv. Warte. Ja. Leise. Ja, der ist auf jeden Fall wütend, ey. Ich glaube, der macht die jetzt so, die am 1 gegen 3. Also ich glaube, allein von dem Atmen her, also das 1 gegen 3 macht er jetzt so. Pass mal auf. Die Atmung. Olaf, jetzt kommt einfach nur so ein Lex und Übelster. Alle drei gehen down. Es steht da Triple Kill für Olaf und er rennt einfach nach oben weg. So ein Übelster. Das sehen wir gar nicht. Also irgendwer hat halt Hyping, laut Chat. Also 250er Crit ist drin hier, daheim. Also das Trash Talk ist auch wieder schön vorhanden. Find ich auch schön, dass die Jungs so gelassen nehmen. Ich glaube, ist deine Karten, Molly, bald gebannt. Uff. Treffen bei Ulus. Es gibt ja auch so Teams und Spieler, die da nicht so gechillt umgehen mit Niederlagen. Also. Oder allgemein. Aber die beiden Teams nehmen das gerade echt gelassen hier. Finde ich schön. Ja, bei Ulus wird mit Folter dann immer direkt reagiert, wenn ihr ein Game verloren wird. In Wahrheit geht schon weiter, aber Olaf hat die Zeit umgekehrt und Penta gemacht. Jawohl. Zeit umgekehrt, Echo, Olaf und Echo, neuer Champ. Neuer Champ, confirm. Das ist er. Ich glaube, das ist er. Wir haben Geschichten aus mit weiter. Geschichten aus mit weiter. Ah, schön.
Wie war das hier? 09648 mit weiter Tag und Nacht? Ja, ja. Ah, schön. Ich meine, wiederum, ich glaube, wenn jetzt ein Team hier drüber rasiert, sollte das eigentlich der safe Baron sein. Ja. Also egal, ob jetzt gleich Ulus sich den Olaf schnappt, fehlt dann schon mal der Seid Jungle. Ihr ready? Das höre ich doch gerne. Oh. Go, go. Aber ja. Sehen wir jetzt nicht. Kommt. Ja. Krass, ich will es jetzt endlich wissen. Ich will die Auflösung wissen hier. Die Auflösung. Die Auflösung. Der Millionenfrage. Oh, es geht weiter. Oh, 5 Sekunden. Weiter. Gleicher Farmer. Ratsche. Ratsche. Jungs. Was? Raus, da oben. Er kommt raus. Und da ist das Team. Der Support ist da. Also, alle, die da drauf getippt haben, ihr habt gewonnen. Wir verlosen dann jetzt ein Knife im Nachhinein. Absolut. Und jetzt? So ein CS-Knife. Oh, der Hook. Echt knapp. Da kommt er echt da weg, Alter. Ja, er hat einen Flash gehabt, da war ein Unstoppable. Ja, gut. Aber Time to Laser hat geschrieben, er ist eh tot, ne? Ja, er hat wahrscheinlich eh D gespammt, also. Eddie schreibt schon, der musste das jetzt die 3 Minuten planen. Der musste die Flash-Berechnung hier wirklich ganz genau ansetzen. Lineal dran an den Bildschirm, das muss genau gemessen werden, dass da so auch wirklich top, keine Kante im Weg ist. Top Lane kommt jetzt Ulus mit einer kompletten Abrissbonne. Tier 2 schmilzt ebenfalls und jetzt Camille und Klett stellt man unten ab. Camille ist, glaube ich, okay, dass sie unten ist, aber Klett fehlt natürlich jetzt in den Teamfights. Dieser unglaublich gute Engage von Klett. Den hat Ulus jetzt gerade nicht. Das könnte schwierig sein. Wie lange ging denn die Pause jetzt? Den Gate von Jarvan? Oh, ich dachte gerade schon wieder Pause, es hat gerade geleckt, ey. Okay. Ulus ist da und Time Delay ist komplett alleine. Oh, der Schaden. Und da kommt jetzt der Rest. Und das könnte jetzt schmerzhaft werden. Camille ist ebenfalls. Hut! Hinter Jena, der holt. Schaden von Aphelios und Diana. Guckt ihn euch an. Aphelios, der holt hier den Triple. Und das geht Ulus noch weiter. Ulus ist gerade komplett am Schnurfen. Jetzt holt ihr einen Penta. Penta! Meine Vermieter schmeißen sich raus. Schnell. Rein da. Kommt. Also. Das Penta-Kill ja für Jesus. Jesus, du willst mich doch verarschen. Und das sollte der Finish sein. Holy shit. Also. Ulus Esports. Also, der Dönerladen schlägt die Hochschule. Ganz einfach gesagt, ja. Ganz einfach gesagt. Es ist wirklich geschehen. Ich kann es irgendwie gerade nicht glauben. Es ist. Wenn sie waren gleich wieder, das ist ja. Ja, ja, aber. Holy shit, ey. Und Teutilla, vielen lieben Dank für die 100 Bits. Döner, besser Hochschule. Ulus holt sich die erste Map. Ei. Wow. Ei. Also, den Panda brauchen wir auf jeden Fall geklippt dann nochmal. So, jetzt die. Wir können mal ganz auf den Damage. Ja, da können wir nochmal reingucken. Der sticht halt. Oh, ich glaube, der wird nicht nochmal offen sein jetzt. Also, wie wir Ulus kennen, wird einfach Setti pickt jetzt eh. Gut gespielt von Aphelios. Also, ja, ja. Allgemein hat Ulus gut gemacht. Sehr solide gespielt. Ich denke, die werden sich da jetzt auch schon sehr drüber freuen, die Jungs von Ulus. Wirklich, sehr, sehr schön. Aber also, ich meine, ne, wir haben ja Eddie gesagt, dass das HSMW-Team safe hat. Ne? Also, wir wurden eines Besseren belehrt.